Herzlich willkommen im Herzenwerk Orakel. Ich bin die Roswitha. Ich begrüße euch zu einer neuen Legung, eine neue Botschaft. Worum geht es gerade für dich? Und heute schauen wir mal mit dem Forest of Enchantment Tarot von Lunea Weatherstone. Die Decks, die ich verwende, findet ihr in der Infobox. Und schauen wir mal, worum geht es gerade? Was ist das Thema des Tages in diesem Moment, in dieser Zeit für dich? Deine Situation, auf die du schaust. Bitte denk dran, es ist eine allgemeine Legung, es kann nicht für jeden immer passen. Schau einfach, was du mitnehmen kannst, was du mitnehmen möchtest, ob es Sinn macht für dich. Und jetzt schauen wir mal, worum geht es gerade für dich? Was ist das Thema fürs Kollektiv? Da haben wir drei. Wir haben Keeper of Visions, das ist der König der Kelche. Da ist jemand, der für dich ganz viel Gefühl hat, der tiefe Gefühle hat, der taucht hier tief. Es ist jemand, der ja seine Emotionen auch vielleicht gut im Griff hat, der tiefgründig ist, der es aber nicht so an der Oberfläche zeigt oder vielleicht auch nicht unbedingt seine Gefühle preisgibt. Da ist aber jemand, denn der König der Kelche steht für ein Gegenüber, auch wenn du auf eine Frau schaust. Die weiblichen Energien stehen für dich als Zuschauer. Ja, und deswegen geht es hier um jemanden, auf den du schaust, der viel Gefühl für dich übrig hat. Es geht mit dem Seeker of Visions, das ist der Ritter der Kelche, auch um eine Stimmung, da kommt was auf dich zu, es kommt eine romantische Stimmung, vielleicht ja, mit Musik, es geht um die Töne, die man trifft, also auch so, dass die Töne in einer Konversation, die freundlich und entspannt, harmonisch, eine harmonische Stimmung, harmonische Kommunikation, da kommt überhaupt eine gute Stimmung auf, man lässt sich so treiben, man träumt so vor sich hin, man nimmt Anregungen an. Vielleicht ist das eben dieser König der Kelche, der so gerade vor sich hin träumt. Und mit dem Stern geht es hier auch um die Wünsche, um die Ziele, um ja das Connecten, vielleicht auch so Internet. Man träumt hier. Jemand träumt von dir, vielleicht auch nachts, es wird hier nachts angezeigt, jemand guckt in die Sterne, jemand sehnt sich nach dir, jemand träumt von einer schönen Zukunft, jemand möchte nach den Sternen greifen, da sitzt auch jemand, eine Elfe, ein Elf, der nach den Sternen greift. Also ich habe das Gefühl, es geht hier um jemanden, auf den du schaust. Der träumt von dir, der hegt romantische Gefühle, tiefe Gefühle. Der träumt, sehnt sich nach dir, der wünscht sich vielleicht mehr oder ja etwas. Wir schauen mal, worum es da weitergeht. Na, am Unterdeck haben wir Seeker of Boons, den Ritter der Münzen. Also da, das ist auch etwas, da kommt jemand auf dich zu, da geht es hier um Wachstum. Es geht um etwas, ja, da sucht hier jemand nach Bohnen. Die Bohnen sollen wachsen, die sollen große Ernte geben. Da geht es auch um Geduld. Jemand lässt sich Zeit, jemand wägt genau ab. Nehme ich die jetzt oder nehme ich sie noch nicht? Das ist so am Unterdeck. Schauen wir mal mit dem Mond nach der Nummer von Patrick Scheller. Ja, worum geht es da genau? Das Lendermoor zeigt ja vielleicht ein bisschen das Naheliegende, die Realität an. Worum geht es da? Der König der Kelche, der von dir träumt, der in romantischer Stimmung ist, der langsam auf dich zukommen möchte. Worum geht es da?
Da haben wir jetzt 5. Am Unterdeck der Schmetterling, da geht es ums Loslassen, Transformation, ums frei fliegen, die Schönheit auch so, Freiheit, Transformation, Leichtigkeit auch, aber so um das, da verändert sich etwas. Eine Situation mit einem Menschen, auf den du schaust, verändert sich da gerade. Ich mal nochmal. Womit geht's los? Wir haben den Wein, den Tunnel, die Schlange in der Mitte, den Zylinder und das Kind. Ja, mit der Schlange in der Mitte, da, das sind Umwege, Verstrickungen, Komplikationen gemeint. Es kann natürlich auch sein, dass da jemand, auf den du schaust, dass da noch eine dritte Person, eine Schwierigkeit da ist, eine Komplikation. Vielleicht ist da jemand gebunden, noch gebunden oder irgendjemand vereitelt da das Weiterkommen. Es geht ja sehr, sehr langsam mit dem Ritter der Münzen, dass da was in die Gänge kommt. Es geht aber auch darum, dass man sich hier verabredet, dass man sich trifft, ein Gläschen Wein trinkt und so über das, ja, vielleicht so die Hintergründe spricht, über das, was sein könnte mit dem Tunnel hier. Es zieht sich schon etwas. Also es geht hier auch darum, eine Situation zu wenden oder einen Ausweg zu finden aus einer Situation, einem langen, dunklen Gang. Also vielleicht kam hier schon länger kein Treffen zustande. Da folgt der Zylinder, der ja immer so die Überraschung anzeigt. Da passiert etwas, da zeigt sich etwas, womit du nicht rechnest. Und mit dem Kind, da geht es um kleine Schritte, um einen Neuanfang. Das Kind spiegelt auch in den Wein. Also da soll ein Treffen stattfinden. Vielleicht macht sich da jemand drüber Gedanken, träumt von dir und will dich auch endlich treffen nach dieser langen Zeit. Will schöne Gespräche haben. So ein Gespräch erhält ja auch manchmal so die Sinne oder Themen, die man hat, die man mit jemandem bespricht. Es muss ja jetzt auch nicht immer die romantische Liebe betreffen. Es kann auch jemand sein, der einfach sehr viel für dich fühlt, der viel für dich übrig hat. Der möchte sich treffen, vielleicht liegt ihm was auf dem Herzen, er möchte darüber reden und schon lange darüber reden oder kommt jetzt endlich ja aus dem Quark oder will sich endlich öffnen, er will nach Lösungen suchen. Da gibt es Komplikationen, aber und irgendwie ist aber auch eine Möglichkeit, da eine völlig neue Wende zu bringen. Also mit dem Zylinder wird ja immer etwas angezeigt, was jemand aus dem Hut zaubert, womit du nicht rechnest. Eine überraschende Wende vielleicht auf in diesem langen Weg. Vielleicht gibt es da einen kleinen Schritt auf dich zu, mit dem du schon gar nicht mehr gerechnet hast, weil das Kind schaut ja hier auch auf den Zylinder. Okay, ja, spannend. Also wie gesagt, schau, ob es für dich Sinn macht und wie es Sinn macht. Es könnte ja auch sein, dass eben da jemand, wie gesagt, der viele Gefühle für dich hat, der für dich was empfindet und wirklich aus dem Gefühl heraus auch sehr liebevolle Gedanken hat, Gefühle zu dir, der möchte da ja eine harmonische, eine friedliebende Stimmung. Es geht vielleicht auch um Klarheit, um neue Ziele, um den Erfolg. Es soll gut werden. Mit dem Stern ist ja auch so eine Schutzkarte. Da ist, man träumt von einer glücklichen Zukunft, vielleicht von einer Wiedervereinigung, von einem persönlichen Gespräch, wobei ich habe hier nicht das Gefühl, dass da Streit ist, sondern eher so, dass da ja längst ein Gespräch oder ein Treffen mal fällig ist, dass man sich zusammensetzt, eine schöne Zeit hat und ja, so diese Verbindung, die man da hat, dieses Zwischenmenschliche wieder aufleben lässt, eben bei einem Gläschen Wein. Dem
mit dem Spiegelung hier, Kind in Wein und so, also da soll ein Treffen stattfinden und es soll sich halt grundlegend was verändern. Vielleicht gab es eine schwierige Situation, eine belastende Situation. Wir haben ja auch noch die Dornen unter dem Schmetterling. Und da wird es höchste Zeit, dass da mal ein offenes Wort gesprochen wird, dass man wieder rausfindet aus dunklen Tunneln, aus vielleicht einer Kontaktlosigkeit. Könnte auch sein. Ja, und dann schauen wir mal noch, was die Eulen dir dann noch zu sagen haben. Die lieben Eulen, Glückseligkeitskarten von Martina Trampin aus dem Schöner Verlag. Wie gesagt, alle Decks findet ihr in der Infobox, na, dass man sich nicht mischen wird. Die Eulen, einen Ratschlag noch für dich. Man muss mich nicht unbedingt verstehen, liebhaben reicht schon. Ja, vielleicht wenn da Themen waren, Diskussionen, Streitigkeiten, unterschiedliche Meinungen, die vielleicht einen Kontakt erschwert haben, die es kompliziert gemacht haben, dann sollte man vielleicht den Verstand mal, die Argumente ausblenden und sich auf das besinnen, was wirklich zählt, nämlich dass es hier um einen Menschen geht, entweder dein Gegenüber oder du, der dir doch auch sehr wichtig ist oder du bist jemandem sehr wichtig und es geht einfach darum, dass wir uns gut tun, dass wir liebevoll miteinander umgehen und ja, eine schöne Karte. Also ich denke, damit kann man alle was anfangen und in diesem Sinne wünsche ich euch einen schönen Feierabend, schönen Abend und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.